Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute bereiten wir eine Spezialität aus dem schier unerschöpflichen Reservoir unseres kulinarischen Nachbarlandes Frankreich. Zwiebelsuppe. Oder, wie der Franzose sagt, Soupe à l'oignon. Oh la 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 la. Oder wie mir Hesse sage, oh la la. Zwiebelsuppe. Das duftet. Das duftet nach den unvergessenen alten Hallen im dritten Amüsement, als Paris noch Paris war und die Pariser noch Pariser. Ja, Sie bemerken, ich gerade ins Schwärmen. Aber wenn die französische Küche auch noch so raffiniert ist, unser Rezept kann jeder nachkochen, sogar Sie. Für die Zwiebelsuppe brauchen wir eigentlich nur zwei Dinge, nämlich Zwiebeln und Suppe. Wir geben diese Zutaten in ein geräumiges Gefäß und lassen sie ein wenig ruhen. Und dann kommt das Wichtigste, das Mischen. Wenn wir alles gut vermischt haben, dann seien wir ab und trage auf. Übrigens, wer kein Zwiebel macht, kann die Zwiebel natürlich auch weglassen. Dann entfällt allerdings das Mischen. Als Getränk empfehle ich Ihnen ein 43er Chateau Migraine. Wünsche gutes Gelingen und sage à votre sanitaire.